Und willkommen zu Metroid Fusion Port 7. Port 7, genau. 6 und 3. Genau, ich hab die Kernschmelze aufgehalten. Mein Schuld mit denen war Quatsch, ich weiß nicht warum. Ein Forscher wurde also von einem X imitiert. Dort wird einiges klar. Das X kann die Erinnerung und Wissen seines Opfers übernehmen. Das ist eine bemerkenswerte Entdeckung. Das Hauptquartier ist sehr beeindruckt. Aber ist das nicht seltsam? Die Station mitsamt aller X an Bord wäre zerstört worden. Ganz abgesehen vom SRX. Das ist eigentlich unvereinbar mit dem Selbsterhaltungstrieb der X. Es sei denn, ihre Präsenz Samus würde eine viel größere Bedrohung für die Existenz der X an einem anderen Ort bedeuten. Ah, an der Krümel. Das ist rein spekulativ. Vielleicht befinden sie sich über Lebenstrieb im Konflikt mit ihrer jüngst erworbenen Fremdintelligenz. Dennoch sollten sie wachsam bleiben. Noch immer stellen die X eine große Bedrohung dar. Damals, ich erhalte Biosignale vom Unterkunftsdeck. Gibt es vielleicht Überlebende? Der ursprüngliche Forscher, dessen Kopie sie sagen, konnte relativ lange durchhalten. Vielleicht besteht Hoffnung. Der Ursprung der Signale liegt hier. Ja, kann ich jetzt wieder hoch? Okay, ich dachte, der Fahrstuhl ist kaputt. Ich weiß Bescheid. Können Sie eben die Stromversorgung... Okay, der Aufzug geht wieder. Benutzen Sie ihn zur Rückkehr und halten Sie Ausschau nach Überlebenden. Okay. Und da bestimmt das SRX wieder vor. Und auf dem Planeten SR338 müssten ja auch nur X-Parasiten sein. Also deswegen die ja drauf gehen. Oh, die können mal überleben, aber das glaube ich weniger. Das ist arschkalt. Eigentlich echt erstaunlich, wie wenig den SRX sich über den Weg laufe, oder? Man müsste meinen, das ist viel mehr. Okay, wieder auf dem Hauptdeck. Wird eigentlich nicht allzu langsam Fahrstuhl. Kann ich nach links laufen? Kann ich. Ja, ich muss durchspeedern. Okay. Das reicht schon mal Anlauf her. Wunderbar. Und wieder mehr Raketen. Fällt mir. Ich schaff schon. Das kann ich ausrechnen. Ich hab 110, 12. Dann ist er, oder? Ach, ist so egal. Echt vieles kaputt. Wollte ich schon mal wirklich besuchen wollen. Ja, ich hätte nach rechts gemusst. Richtig gut Karten gelesen. Ich gehe davon aus, dass Whitley nicht mehr da ist. Aber ich weiß es nicht. Okay, noch ist er eingefroren. Das ist aber nur eine Frage der Zeit, oder? Ich glaube, allzu viel dürfte im Spiel auch gar nicht mehr kommen, eigentlich. Ich muss ja jetzt nicht schon mal rangehen, oder? Ich habe ja meinen Auftrag. Ich meine, Zimt geht mir gar nicht mehr, oder? Eigentlich noch der Gravity Suit. Powerbomben. Der Wave Beam, beziehungsweise Plasma Beam. Ice Beam. Okay, es sind noch ein paar Dinge. Square Attack und Space Jump. Sind wir gemeinsam oder ist es getrennt? Das ist die Frage. Auf jeden Fall speichern wir erst einmal hier. Kann eine Menge schief gehen. Wir wollen es nicht unterschätzen. Und abgeschlossen. Okay, da ist wohl dazu da, dass ich hoch kann, ich jetzt mal an. Ich komme da nicht ganz rüber. Aber ich muss da hoch, kann das sein? Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo unten drunter durch kann. Na. Okay, müssen wir es doch probieren. Kann ich ihn irgendwie ausfahren? Eigentlich schon, aber es war nicht gut. Aber es reicht. Will ich erstmal hoch oder nach links? Hier geht der Boden noch bestimmt kaputt. Ja, hätte ich gedacht. Ich kann aufspringen, aber ich muss noch weiter nach oben. Jetzt
jetzt werden die Parasiten und Schmutz nochmal machen. Ach, komm schon. Na, hier lebt doch noch eine Rakete. Kann die auch sterben, wenn er nicht eingefroren ist? Okay. Ich weiß nicht, wie notwendig es gewesen wäre, ihn ausfahren zu lassen, aber... Oh. Das ist interessant. Jetzt sind wir doch rüber, hängt schon mal ran, oder? Okay. Ich muss da runter. Bin ja richtig, das ist schon mal gut. Also gucken, ob die da oben was ist. Ach, das ist... Okay, ich hab's nicht gesehen. Ich hab Angst, irgendwo runterzufallen, wo ich da nicht zurück kann. Okay. Dann los geht's. Ich hab's verkackt, oder? Irgendwie fliegt das durch. Weil es offen ist. Du brauchst den gar nicht. Aber für ein paar Raketen wäre es ganz gut. Moment, ich brauch den vielleicht doch. Na, verdammt nochmal. Ich hab gedacht, da sprung recht doch so, aber. Wohl nicht. Kann er auch hier einfrieren? Was sag ich da? Wesentlich leichter. Weißt du, dass auch schon X-Parasiten sind? Würde eigentlich davon ausgehen. Ach, da ist die Tür offen. Okay, Sperre auf. Und irgendwelche Affen raus. Die ist aggressiv oder nicht? Noch nicht, aber gleich. Da rein kann ich nicht, schade. Ja, warum hab ich das jetzt gemacht? Ich nehme an, ich muss zum Negationsterminal. Dann nehme nochmal einen Speicherpunkt mit. Ich hoffe, da war jetzt wirklich nichts weiter, sonst muss ich dann nochmal hoch. Aber ich glaube nicht. So. Würde mich doch stark wundern. Aber ich komme richtig gut voran. Edikus und Dakoras, ich bin diesen intelligenten Wesen schon einmal begegnet und scheinbar haben sie auch sie mich erkannt. Seltsam, ausgerechnet hier auf sie zu stoßen. Damals haben sie mir ungeahnte Fähigkeiten zu entdecken. Doch wo sind sie hingelaufen? Ach stimmt. See you mission. Ich hoffe, es geht ihnen gut und sie sind in Sicherheit. Das waren diese drei Affen mit diesem Wandsprung, den ich hingekriegt habe. Ah nicht, das war Super Metroid. Nicht See you mission, das war Super Metroid. Na, vorher hat er irgendwo gezeigt, wo du diesen Sprint machen kannst. Einen Speed Booster. Ich immer noch nicht durch kann, ne? Navigation ist hier unten. Ich mich echt null aus auf der Station. So, lass mal hören. Die überlebenden waren also nicht menschlich. Bedauerlich. Damit wäre nun der Tod der gesamten Besatzung bestätigt. Und diese Nachricht war auszugehen, doch ich hatte bis zuletzt die Hoffnung bewahrt. Ich denke, die X haben den Forscher nur wegen seines Wissens infiziert. Er konnte den Kampf mit ihnen nicht gewinnen. Die restliche Besatzung dient den X lediglich als Nahrungsquelle. Sie entwickeln sich und werden zunehmend stärker. Samus, es gibt mittlerweile einige Arten, die resistent gegen ihre momentane Waffen sind. Asako, die hat diese Entwicklung vorhergesehen. Sie stehen kurz davor, die Entwicklung von Powerbomben zu beenden. Und zu senden. Ja, und weiter. Wir sind unverzüglich den Download durch. Die Auswahl an Datenräumen ist auf diesen einen Sektor begrenzt, okay. Da bin ich schon echt aus dem Konzept gebracht. Okay, wieder zu Sektor 5. Ich muss nach oben, gut.
Aber wir haben ja schon mal das Fliegen gesehen, wegen Whitley, weil ich gerade wieder vorbeilaufe. Und ich dachte, es war Whitley. Aber wohl nicht. Aber das kommt noch. Garantiert. Ja. Okay, spätestens da hätte man das vielleicht machen können. Na, schon wenn da kam das SRX raus, also da musste man ja reinrennen können. Und Samus Kirr sieht wirklich noch so freakisch aus, ne? Aber das muss doch irgendwann noch behoben werden, halt links. Ich meine, bei Tourett ist es ja nicht mehr. Das ist ja der letzte Teil davor. Bin ich mal gespannt. Oder kommt es dann mit Gravity Suit? Oder ganz zum Schluss dann irgendwas? Push hier nochmal, oder? Sie müssten sich an den Datenraum erinnern können, aber ich zeige Ihnen noch einmal, wo es ist. Ja. Ich weiß Bescheid. Halt, nein! Ich dachte, ich habe nochmal gedrückt. Wir speichern das wieder einmal. Man stirbt manchmal schnell. Ist jetzt so nur einmal passiert, wegen diesem blauen, aber... Ja, weiß ja nie. Hätte auch ein Bosskampf noch kommen. Da ist irgendwas rumgeflogen, also... Oh. Ja, deutlich mehr Gegner als gedacht. Hier brauche ich Powerbomben. Diese? Da fliegt schon wieder was rum. Und egal was es ist, das ist mit Stress. Und ich glaube, es ist mit Stress mit Samus. Aber es kann sagen. Na verdammt. Er ist deutlich aktiver mittlerweile. Aber noch ist keine Boss-Schleuse. Verdammt, verkackt. Okay, voll geheilt. Hm, hast du ein Ding davor? Nee. Okay, dann kann ich so einfach so machen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, Mann, Powerbomben. Ja, R drücken und dann B, das habe ich schon gedacht, muss ich sagen. So wie Raketen, nur als Mothball. Ist das eigentlich Mothball oder Mothball? Weil es heißt, glaube ich, eigentlich Springball und nicht Springball, wie ich das immer sage. Aber Springball klingt irgendwie besser, aber das hat, glaube ich, nichts mit Springen zu tun. Du, jetzt habe ich die Powerbomben. Kann ich da oben dieses eine Ding wegmachen, oder? Diese Barriere da. Muss ja langlaufen, oder? Ignorieren wir einfach mal. Geht doch kaputt. Ja, gut, habe ich gedacht. Die Grünen geben mir auch Powerbomben, oder? Naja, vielleicht auch nicht, wenn ich noch Rotes gekriegt habe. Wobei, es war wiederum spezieller, ne? Hm. Achso, da fehlt halt dieses. Ich muss irgendwie oben raus. Na, den lassen wir kurz. Ich muss den einfrieren. Warte mal, komme ich auch dann wieder hoch? Den ich vorher töten kann. Was, wenn ich hier jetzt eine Powerbombe hinlege? Sieht gar nichts. Ja. Wieder einmal, hab ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier links sieht's noch verdächtig aus. Ich hab mich schon hingelegt. Zusammengerollt. Hätte ja sein können. Aber hier. Holen die doch gar nicht kaputt. Sieht schon ein bisschen noch raus, nämlich. Nein. Und jetzt? Ich
Kann ich oben lang? Bringt nichts! Ich komme da nicht rein. Bin schon tot? Macht echt viel Schaden! Ah, ich hätte mich gleich als Morphball versuchen. Ah, egal. Zum Glück habe ich nicht gespeichert. Ach nee, ich bin schon mehrmals gestorben. Na nee, egal. Ich weiß, wo ich hin muss. Ist da eine Tür, dass das kaputt geht? Das ist ein bisschen blöd. Ich konnte unten reinrollen, oder? Hab ich das richtig gesehen? Aber das ging hier vorne einfach nicht. Das ist eine Sackgasse. Okay, ich kann es zuschaffen. Geh weg! Es war knapp. Machen wir kurz einen Prozess hier. Der lebt noch. Der hat es also vorhin auch überlebt. Okay, ja, schon ein Powerbomb-Container. Ah, verdammt, mir fällt gerade ein. Ich habe das gar nicht überlegt, wie ich das in meinen Rahmen einbaue. Naja, bevor ein Boss kam. Boah, ich habe echt gut Gesundheit wieder. Wie unfähig kann man sein? Wo ist SSX nicht weiter hinterher kommt? Das ist nichts. Kicken hier. Na, den Blau nie gekriegt. Sollte mehr Verfolgungsszenen geben. Dann wiederum funktionieren die auch nicht immer so gut unbedingt. Kann der Blaue nochmal wiederkommen? Ja, will nicht. Da war ein Blauer! Okay, da kommt immer ein Roter raus. Wir haben wieder alles voll. Wir haben das SRX überlebt. Ich sollte speichern. So, hier brauche ich jetzt Powerbomben. Okay, die Grünen geben mir keine Powerbombe. Schade, natürlich. Da springe ich jetzt alles weg. Ich weiß nicht, ob ich hier rein muss, aber. Okay, ich muss die Schildkröten also einfrieren, wenn die draußen sind. Oder einfach drüber springen, natürlich. Damit habe ich nicht gerechnet. So machen wir das. Nein, nein, nein. Natürlich, da machen wir es in Teil. Ja. Ach, das war dumm. Ja gut, dann warten wir mal kurz. Ich bin ein Stück weit davor, dass ich auch nicht rausspringen kann. Und so war ich das auch bei denen mal. Na, ich hätte eigentlich auch... Ne, egal. Ich will mich mal da festhalten. Da geht alles kaputt. Oh. Das ist hier genauso. Ja, das ist das rüber, kommt gar nicht so einfach. Also ich muss auf die drauf springen, würde ich jetzt mal behaupten. Da gab es keine vorüber. Warum machst du das eigentlich nicht gleich so? So, die in der Mitte einfrieren. Ja, das war nicht die Mitte. Ah, ich will nicht ausfahren, das hat nicht geklappt. Um mich an der Kante festzuhalten. Diesen Container muss ich echt kämpfen. Okay. In der Mitte. Nein! Okay, ich werde einfach hochgehen mit denen und ihn dann damit einfliegen. Wenn man dann zurückkommt. Oh, es hat. Nein!
gibt's einfach nicht. Okay, ich muss. Wow, das hat noch geklappt. Bin ich froh. Los, weg hier. Los, ich sterben irgendwo. Ja, das waren doch Bomben. Habe ich schon mal einen Raum zum Auffüllen? Nee. Habe ich schon mal einen Speicherraum? Ja, links. Ich will das mal speichern. Ich komme da nie hin, okay. Ganz vergessen. Da war diese Schleuse. Fällt mir gar nicht. Bisschen Sorge um den Bosskampf habe ich nämlich. Diese Powerbombe da zu holen, habe ich keine Lust nochmal. Ich habe schon gedacht, jetzt kommt nämlich hier. Oh, hier habe ich doch keinen Bosskampf, ne? Dann ist ja okay. Wobei der hier rumfliegt, das ist irgendwie seltsam, oder? Ja, wenn ich zum Speicherraum komme, ist alles gut. Der ist doch weiter vorne als gedacht. Kann mich ja noch was holen. Okay, da oben war der Missile-Container. Komm ich da nicht weg? Ist jetzt den Scheiß ernst? Okay, so. Damage boosten klappt immer. Zumindest jetzt. Der war doch nie drin. Was ist das denn? Hat es doch schon mal geholt, oder? Jesus, Squirtec. Wie komm ich denn da rein? Hat sie auch nie aufgedeckt? Ja, seltsam. Vielleicht ist das später nochmal relevant? Weiß es nicht. Hör's einfach mal. Okay, hier ist mein Raum, wo ich hin will. Gut, schnell ja. Voll nuggeln. Schnell speichern. Dieser eine Powerbomb-Container, das ist unglaublich. Ja, sie zu ihrem Schiff zurück, sagen wir es. Ich muss ihnen etwas zeigen. Okay, das machen wir noch, oder? Ich weiß nicht, wie ich es bei der Powerbomb rausschneiden kann. Wird einiges sein. Unterwegs könnte allerdings noch ein paar Dinge passieren. Kann das SRX eigentlich mein Raumschiff nicht bedienen? Jetzt mal nur so rein theoretisch. Weil dann könnt ihr ja sonst wohin fliegen und Unfug anstellen. Na, mal gucken. Was erwarte ich bei meinem Raumschiff? Hab ich die Suite vielleicht? Hilft nur eine Powerbombe. Vielleicht nicht unbedingt, aber. Okay, das haut ihn dann doch um. Oben geht's kaputt. Muss der Powerbombe sein, oder? Okay. Ist ein Durchgang. Ach, das soll man erkennen. Jo, ich lebe, es geht. Er war schon befallen. Ist jetzt nicht so überraschend für mich, muss ich sagen. War ziemlich offensichtlich. Warum sind in der Zwischendecke so viele Dinger? Eine Powerbombe, nutzen wir sie aber.
Na, der Missile-Container. Hier ist nichts. Wozu ist dann dieser Speed-Booster da? Mysteriös. So wie die Musik. Die Landebucht. Powerbomben. Okay. Kann ihn wohl nicht töten. Wir sind durch die Schleuse, okay. Da oben ist noch nichts weiter. Ah, wir haben nur zwei Powerbomben verschwendet. Und das Lied in der Raumschiff. Okay, speichern erst einmal. Was passiert jetzt noch? Der Hauptreaktor ist ausgefallen, okay. Da stehen alle Aufzüge und Systeme der Station still. Natürlich sind auch sämtliche Schleusen davon betroffen. Das bedeutet nichts Gutes. Falls sie es schaffen, den angezeigten Ort zu erreichen, können sie ein Notstromaggregat aktivieren. Danach analysieren wir, warum der Hauptreaktor ausgefallen ist. Okay. Doch nun zum eigentlichen Grund, wegen dem ich sie erbordet habe. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Seltsame Kreaturen haben in ihrem Schiff Zuflucht gesucht. Ach, das sind sie. Intelligenter als gedacht. Ich konnte eine X-Infektion ausschließen, habe ihnen daher Unterschub gewährt. Ah, der Computer. Deswegen kann die damit nicht wegfliegen. Wissen Sie irgendetwas über diese sonderbaren Lebewesen? Der Auftauchen imitiert einer solchen Katastrophe. Muss eine Bedeutung haben. Ich werde sie weiterhin beobachten. Behalten. Okay. Aber darunter gehen wir dann zum nächsten Mal. Und sag mal, bis dahin.